schönsten Bäume der Welt. Mit Botanical ist langweilig, oder? Blühen sofort nach der Schneeschmelze auf. Auch die winzige arktische Weide ist ein Baum. Und auch sie blüht wie die großen. Für die Arktis ist sie besonders gut gerüstet. Ob es hilft, wenn sie ihn von den Jungen weglockt? Du schaust es ganz genau. Offensichtlich ist er allein und sie dreht jetzt den Spieß um. Mach er Tache auch, oder was? Mit einem einzelnen Wolf kann sie es locker aufnehmen. Für die Jungen gebannt. Mach er Tache mit dem Bär. Es ist ein Babybär. Es wird nicht die letzte Herausforderung für die Bärenfamilie sein. Er mag es doch auch so schauen. Im Juli erreicht der arktische Sommer. Schön! Überall im Norden Europas dreht sich jetzt alles um den Nachwuchs. Du bist auch eine schöne Blick da. Oder am Meer. Nicht nur der Landschaft, aber du auch. Du schaust es gern. Auf den Schlickflächen finden sie Würmer, Kleingetiere, Muscheln und Schnecken. Das ist süß. Ohne die Eltern geht allerdings noch gar nichts. Die schaffen im Minutentakt Leckereien herbei. It's warm. So lernen die Küken schnell, was wo zu holen ist. Nur, ja, das mag ich gern. An den dicht befestigten Küsten ist das Leben noch hektischer. Sieh, das habe ich schon gesagt. Die Meeresvögel sind jetzt in der Brutzeit und pausenlos unterwegs auf Futtersuche. Das Nordpolarmeer ist reich an Fischen und vor allem an Krill. Die kleine Krebsart. Die kleinen 13 Möbel.